South America, Fuchsia boliviana. Also sie heißt Fuchsia boliviana, weil sie ursprünglich aus Bolivien stammt. Es ist also auch eine exotische Pflanze, was ich vorhin im Bus schon mal sagte, exotische Pflanzen, die hierher gekommen sind und sich dann an die hiesigen Wachstumsverhältnisse angepasst haben. But compared to very often time, the other exotic plants, it doesn't invade the forest, it takes its place, it's naturalized. Ja, be careful of the soil, it's a little muddy, like you see, because it rains a lot here. And if to show you two variety of fern tree, which is different, the Australian variety. Because you find, und die andere Art finden wir dort drüben, die er gerade zeigt. It's different. The trunk is different. See? Der Stamm ist unterschiedlich. Have a look at the trunk. It's in the past. It was people like it because in the past they cut the basic trunk to make a flower bed to make a flower bed. Von der UNESCO als noch mal so. Und wir sehen hier noch diesen Flachstand, so wie ein einheitliches Flach, auf dem sich dann die. Wenn ich Insekten habe, würde ich die ausreißen. Man hat es auch genommen, um den Topf damit auszureiben. The new leaves are coming out of the. Of the regular leaves, it's also unusual, isn't it? I'm busy. Okay, vamos. Thank you.